Meine lieben Steinböcke, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid, wenn wir gleich in die Tendenzen zum Thema Liebe und Wunschpartner für euch in den April lauschen möchten. Ab dem 1. April ist Merkur rückläufig, was für uns bedeutet, dass alles etwas langsamer vor sich geht. Superschöne Zeiten, mal Dinge Revue passieren zu lassen, tatsächlich nochmal darüber nachzudenken, was war in den letzten Monaten so, ja, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft, was möchte ich noch angehen. Am 8. April ist dann Sonnenfinsternis im Widder. Was bedeutet das? Super Zeiten für eine zweite Chance. Während ihr jetzt ab dem 1. April Dinge Revue passieren lasst, kommen vielleicht Wünsche in euch hoch, nochmal etwas zu versuchen, was in der Vergangenheit nicht geklappt hat. Rückläufige Energien lieben Neuanfänge mit etwas Altem. Also, was möchtet ihr noch einmal versuchen? Was möchtet ihr nochmal starten? Wo habt ihr das Gefühl, okay, hat beim letzten Mal nicht geklappt, aber jetzt gehe ich es an und jetzt wird es klappen. Wenn ihr sowas auf dem Schirm habt, dann kann ich euch nur empfehlen, das ab dem 8. April tatsächlich loszudrücken, denn die Energien sind dafür einfach sehr, sehr gut. Ja, bevor wir mit dem Seelenreich-Orakel mal in euer Herz, in eure Seele lauschen, möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass das ein allgemeines Reading ist aus den Kollektivenergien, was bedeutet, dass jeder von euch in seiner ganz eigenen Lebensphase gerade steckt und sich auch ganz individuell entscheiden wird. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Jetzt starten wir los. Ich möchte gerne drei Energien, drei Botschaften aus eurem Herzen, aus eurer Seele haben. Was habt ihr in der letzten Zeit vielleicht unterdrückt? Wo wolltet oder konntet ihr nicht richtig hinhören, weil es vielleicht wehgetan hat, weil es euch unangenehm war, weil es gerade nicht gepasst hat? Oder welche andere Botschaften möchten da aus eurem Herz, aus eurer Seele jetzt an den Tag befördert werden? Und noch zwei, bitte. Was möchte euer Herz euch mitteilen? Das waren zu viele. Hat viel zu sagen, euer Herz, aber zwei Botschaften hätte ich gerne noch. So. Die erste. Wandle auf der Brücke des Glücks. Sie führt dich über die Untiefen deiner Emotionen hinweg. Wenn wir uns jetzt die Karte mal genauer anschauen, dann sehen wir diese Brücke, die zum Glück führt. Da hinten ist auch der Lebensbaum. Der Lebensbaum zeigt Stabilität und Wachstum an. Und das Wasser ist ziemlich trübe, dunkel, morastig, verschlammt, vielleicht auch mit Algen voll. Das sind eure Emotionen. Da, wo ihr gerade feststeckt, was ihr nicht loslassen könnt, wo ihr Kopfkino habt, ne? Kreisel, dauernd bewegt ihr euch im Kreis und steht am Anfang dieser Brücke. Euer Herz möchte euch einfach sagen, es ist jetzt Zeit, über diese Brücke zu gehen. Du bist lang genug vor diesem, naja, ich möchte jetzt sagen, schmuddrigen Wasser zurückgewichen, hast dich nicht getraut, diese Brücke zu betreten, vielleicht hattest du auch Angst, dass du ein Stück gehst und dann ne, ein Steg bricht und du bist wieder unten in dem Morast, in den dunklen Emotionen gefangen. Aber jetzt ist es an der Zeit, das Wagnis einzugehen, denn da hinten ist Wachstum, da ist Stabilität und da ist das Glück. Aber darüber gehen, über diese Brücke musst du ganz alleine. Da kann dir niemand helfen, da kann dich keiner an die Hand nehmen und führen. Man kann dich begleiten, man kann dich unterstützen mit Worten, mit Taten, aber den ersten Schritt auf diese Brücke setzen musst du ganz alleine.
Wow, der Lotus in dir erwacht. Du bist ein Meister einer Meisterin im hohen Licht. Das ist die höchste Karte in diesem Orakel. Und das bedeutet, dass du auf deinem Seelenweg, auf dem Weg zu wachsen, einen Riesenschritt machen wirst. Ich vermute wirklich, du wirst über diese Brücke gehen. Du wirst erkennen, was für dich in deinem Leben wichtig ist. Was deine Ziele, was deine Wünsche, deine Träume sind, die du verwirklichen möchtest. Denn du kannst sie verwirklichen. Da ist kein Berg im Weg oder irgendwas, was dich hindert. Das Einzige, was dich hindert, sind diese dunklen Gedanken, die Angst vielleicht, die Sorgen. Aber die löst du auf. Du wirst einen Energieschub bekommen. Und wenn der Lotus im Spiel ist, dann heißt das auch immer, du wirst geführt werden. Du wirst spüren, wann es an der Zeit ist, diese Brücke zu überqueren. Ja, die dritte Karte passt herrlich dazu. Neue Strategien sind gefragt. Neue Strategien auf dem Weg zu Liebe und Glück. Und immer wenn ich diese Karte sehe, dann erinnert mich das daran so, da war eine Frau oder ihr als Mann, die hat sich auf ein Date gefreut, ja? Die hat sich schick gemacht, die hat sich richtig rausgeputzt, war glücklich, stand da auf dieser Terrasse und hat auf ihren Herzkönig oder auf die Herzdame gewartet. Ja, und da stand sie dann, ne? Rausgeputzt mit Herzklopfen und keine Sau kam. So sieht sie nämlich aus. Sie schaut auf den Boden ganz traurig. Aber das nützt dir nichts, wenn du da weiter so traurig auf den Boden starrst. Denn, wie ich immer sage, wenn du als Prinzessin stolperst, dann richte deine Krone, heb dein Köpfchen und marschier weiter. So zu verharren ist mal eine Zeit lang okay. Ja, man muss das ja auch erst verarbeiten, dass man einen Korb bekommen hat, dass man da stehen gelassen wurde in seiner ganzen Pracht. Aber jetzt ist es an der Zeit, einen anderen Weg einzuschlagen. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, und der Spruch werde ich nie vergessen, denn seine Mama hat das zu ihm gesagt, auch wenn der Hals dreckig ist, Kopf hoch. Und genau das ist es jetzt. Jetzt ist es an der Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen zur Liebe und zum Glück. Und dieser Weg soll euch nach der ersten Karte über diese Brücke führen. Ich bin gespannt. Jetzt schauen wir mit den Feen-Tarot-Karten in die fünf Hauptenergien, in die fünf Hauptüberschriften zum Thema Liebe und Wunschpartner. Was die euch für Botschaften bringen wollen. Und dann gehen wir natürlich auf jede einzelne Überschrift mit dem Licht- und Schattentarot ein. So, Dilly. Ich hätte gerne fünf Hauptenergien, fünf Überschriften zum Thema Liebe und Wunschpartner. Wow, okay. Da kam eine geschossen. Gott, das geht richtig schnell bei euch. So, fünf haben wir. Wir haben den Prinz des Sommers oder die Prinzessin des Sommers. Ne? Ihr wisst, Kelchenergie, ein Mensch, der sehr liebevoll ist. Ja? Verwöhnt gerne, achtet auf sein Umfeld, schaut, dass es immer harmonisch ist. Ist aber auch ein Mensch, der sehr sensibel ist, kann sich ganz leicht mal verletzt fühlen und sich dann zurückziehen. Auf jeden Fall ist das eine Person, die ist romantisch, mitreißend, flirtet gerne, ja. Die Karte sagt als Energie aber auch plötzliche Verliebtheit, total hingerissen zu sein von jemand. Prinzen sind für mich, diejenigen von euch, die öfters bei mir reinschauen, wissen das. Prinzen sind bei mir noch nicht wirklich gefestigte Personen. Ein König weiß, was er wert ist, weiß, was er erreicht hat, weiß, was er möchte. Prinzenenergien sind noch so am Hin- und Herschauen, ne? So reiten durch das Land und schauen, in welchem Schloss ist welche Prinzessin bzw. welcher Prinz.
Wir werden sehen, was die Tarotkarten zu ihm oder ihr sagen. Die drei des Winders. Die drei des Winders fordert dich mal auf, Mensch, du hast Freunde im Umfeld, du hast Familienmitglieder, du hast Bekannte, denen du vertrauen kannst. Öffne denen doch mal dein Herz. Was ist denn da passiert, dass du so auf dem Boden starrst? Wo wurdest du denn stehen gelassen? Sprich doch mit anderen mal darüber. Öffne dein Herz und du wirst merken, du wirst dich besser fühlen danach. Freunde sind nicht nur dazu da, um eine schöne Zeit mit ihnen zu verbringen. Nein, da kann man sich auch mal auskotzen oder die Schulter nass heulen. Dafür sind sie nämlich auch da. Drei des Herbstes. Die Drei des Herbstes fordert dich auf, deinen Visionen, deiner Passion, deinen Intuitionen zu folgen. Sei immer der Beste bei dem, was du tust. Also wenn du eine neue Strategie anstrebst, dann gib dir auch wirklich Mühe. Sag nicht, okay, ja, ist gut, ja, okay, jetzt versuche ich mal den Weg, ne, mal gucken, was dabei rauskommt. Nee, so brauchst du gar nicht anfangen. Ja? Nimm dir was vor und wisse, dass du ans Ziel kommst, dass du es kannst, dass es in dir steckt. Wenn du halbherzig etwas machst, ist wie bei der Manifestation. Ja? Wenn ich mit Leuten spreche und die sagen, du, ich habe letztens probiert, mir mal einen Parkplatz zu bestellen, hat überhaupt nicht geklappt. Ne? Aber ich habe es halt mal versucht. Dann sage ich, ja, so kannst du ja gar nicht versuchen. Wenn ich mit dem Auto losfahre und sage, okay, ja, Aurora hat gesagt, bestell dir mal einen Parkplatz. Aber ich glaube da eh nicht dran. Ja, da kannst du vergessen. Ist wie wenn ich bei Otto bestelle, ja, und schon den Gedanken habe, wahrscheinlich kommt das Päckchen eh nicht an. Ne? Nee. Hier werdet ihr aufgefordert, das, was ihr jetzt im April angeht, mit ganzem Herzblut und mit eurem Vertrauen, eurem Urvertrauen in euch und in die geistige Welt loszutreten. Ansonsten könnt ihr hier stehen bleiben und weiter den Boden anstarren und hoffen, dass sich irgendetwas ändert. Loslassen. Entschuldigt, dass ich lachen muss, weil das habe ich ja gerade gesagt. Ne? Ja, neue Wege gehen, loslassen, das Alte loslassen. Das bringt ja nichts hier, wie gerade schon gesagt, auf den Boden zu starren und sich nicht zu bewegen. Ja? Also da wird ganz sicher kein Ritter, kein Traumprinz kommen, euch auf den Arm nehmen und auf einen anderen Balkon stellen. Nee, da müsst ihr den Popo schon selber bewegen und erkennen, okay, hier in dieser Situation bin ich nicht glücklich, also schaue ich weiter. Ja? Und das ist das Loslassen. Lass die Vergangenheit los. Ein Abschluss, der Raum für neue Gelegenheiten schafft. Zeit weiterzugehen. Acht des Frühlings. Ja, Stress aufgrund zu vieler Dinge. Vielleicht bist du gerade ganz schön eingespannt, machst tausend Sachen gleichzeitig, hast überhaupt gar keine Zeit für dich, für deinen Freiraum, für dein Wachstum, für deine innere Einkehr. Da musst du im April darauf achten, dass du dich nicht übernimmst, dass du dir Zeit lässt, die Seele baumeln zu lassen, deine Energiespeicher auch wieder aufzufüllen. Ja? Es bringt nichts, permanent am Limit zu laufen. Euer Körper wird euch irgendwann mal in die Schranken weisen, den Stecker ziehen und sagen, jetzt ist gut und dann haut es euch voll auf den Schmecker. Ja? Da kommen ein, zwei Warnschüsse und wenn ihr die nicht realisiert oder verdrängt, dann gibt es einen Knall. Und die Karte sagt ganz klar, Stress aufgrund zu vieler Dinge, die alle auf einmal passieren. Erfolgreiches Multitasking. Plötzliche Veränderungen und plötzliche Ereignisse. So, jetzt starten wir mit dem Licht- und Schattentarot auf jede einzelne Karte. Was ist denn der Prinz oder die Prinzessin des Sommers für euch? Dieses plötzlich Verliebtheit total hingerissen sein. Da schauen wir mal drauf. Was darf ich zu dem Prinz oder der Prinzessin sagen? Hätte ich gerne drei Energien für euch für den Monat April.
Jo. Ach ja, den Koffer packen, weitergehen. Die ganze Botschaft bis jetzt, ja? Packt eure negativen Energien, eure negativen Gedanken auf einen Ochsenkarren und zieht von dannen. Die braucht ihr nicht mehr. Lasst sie los, haut dem Ochsen auf den Hintern, lasst ihn davontraben und geht einen anderen Weg. Möglicherweise hattet ihr eine Erfahrung mit einem Prinzen, mit einer Prinzessin, die euch hier so auf der Terrasse hat stehen lassen. Ja? Und es wird Zeit zu schauen, wo das Gras auch noch grün ist. Schwer, aber soll vielleicht so sein. Das ewige Hin und Her mit dieser Person, ja? Licht, Schatten, Licht, Schatten. Meldet sich, boah, ich bin glücklich. Er, sie hat geschrieben, das Herz pochert. Plötzlich Stillstand. Keine Antworten mehr, kalte Schulter, nicht mal ein Hallo. Dieses ewige Hin und Her, ja, hat euch hier auf dem Boden starren lassen. Ihr wart deprimiert, traurig, gefangen in dieser Situation. Aber die Gerechtigkeit kommt und die Gerechtigkeit spricht Recht. Da wird etwas geschehen, das für euch den Ausgleich bringt, wo ihr wieder nach vorne schaut, wo ihr seht, jawohl, genau das ist für mich bestimmt. Da sind die Waagschalen gleichermaßen gefüllt. Bin gespannt bei den anderen Karten, was da noch rauskommt, aber hier mit eurem Prinz, mit eurer Prinzessin ist es eindeutig so, dieser Mensch hat euch in ein Gefühlschaos gestürzt, denn da war permanent zu Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt. Ihr seid nicht in eure Stabilität gekommen, ihr habt den Ausgleich nicht gehabt, den ihr euch gewünscht habt. Und darum ist es an der Zeit, hier ist das Loslassen auch gekommen, diese Situation zu verlassen, denn sie ist euch nicht dienlich. Und sie macht euch nicht glücklich. Und da gibt es eine Brücke, die euch zum Glück führen möchte. Aber ihr müsst eine andere Strategie, einen neuen Weg einschlagen. Die drei des Winters. Was hat die drei des Winters für eine Botschaft? Wende dich an andere Menschen, um Trost zu finden. Trost und Liebe zu finden, heißt es übrigens hier. Durch diese andere Person wirst du Kraft gewinnen, Traurigkeit, die mit der Zeit heilen wird. Also ein Mensch in deinem Umfeld, der für dich da ist, der dir gut tut. Boah, da ist ganz viel gekommen. Schauen wir mal. Muss ich es erstmal umdrehen? Jo, super schön. Okay. Dieser Mensch in deinem Umfeld, der Page der Stäbe, das ist ein Mensch, der ist leicht, ja? Der ist lebensfreudig, der geht nach vorne, der sieht die schönen Dinge im Leben, lacht viel, hat Spaß, sagt, Chaka, ich mach das, ich gehe, ja? Ist jemand, der nicht wahnsinnig viel nachdenkt, sondern Stab ist Bewegung, also eine sehr, wie soll ich das sagen? Temperamentvoller Mensch, ja, jemand, der immer nach vorne prescht, der einfach Pfeffer im Hintern hat, sage ich jetzt mal. Und du mit deinem Herzschmerz, ja? Da hat dir jemand das Herz aus der Brust gerissen und ist noch ein bisschen drauf rumgehüpft, weil das ist Verzweiflung, Traurigkeit, Herzschmerz pur. Hatten wir alle schon, weiß jeder von uns, wie sich das anfühlt, wenn man das Gefühl hat, ja, man kriegt keine Luft mehr, wenn man an denjenigen denkt, denn es schnürt einem die Brust zu. Aber dieser Mensch, den euch ja die drei des Winters hier ankündigt, geh zu diesem Menschen, der dir Trost und Kraft spendet, der dir hilft, diesen Herzschmerz zu heilen. Denn
Mit dem Page der Stäbe ist das wirklich jemand, der hat so viel Lebensfreude, der reißt euch gerade mit. Und der hilft euch, diese Dämonen, ja, hier, ich sage in diesem Tarot, die Krähen sind immer so, die miesen Gedanken, auf den anderen Karten sieht man sie immer so schön, ne? Die kreischen einen so in den Kopf, spicken einen mit Traurigkeit, mit Misstrauen, mit Wut und allem Möglichen. Diese Krähen verscheucht ihr. Ihr wollt das Dunkle jetzt hinter euch lassen und auf die Sonne zumarschieren. Es ist Zeit. Neue Strategien, neue Wege. Dann schaut, das führt euch ins Verliebtsein. Ihr werdet mit jemandem zu tun haben, der euch erst einmal in die Heilung bringt, euch mit ihrer Lebensfreude ansteckt, euer Herz heilt und euch die Kraft und den Mut gibt, einen neuen Weg einzuschlagen, neue Strategien anzugehen. Denn die neuen Strategien sollen euch ja in Liebe und Glück führen. Ihr sollt ja über diese Brücke gehen. Und da kommt die Leichtigkeit rein. Da werdet ihr wieder Schmetterlinge im Bauch haben. Da werdet ihr mit dem Kopf wieder in den Wolken stecken und träumen zulassen. Super schöne Karte. Ja, wir haben das Gericht. Die Gerechtigkeit und jetzt haben wir auch noch das Gericht. Und genau diese Begegnung wird für euch ein Befreiungsschlag aus dieser eingefahrenen Situation sein. Schaut her, das ist Befreien. Sich befreien von dem, was ein hier die Luft abgeschnürt hat. Das ist wirklich der Befreiungsschlag raus aus diesem, ja, todtraurigen Gefühl, das euch die Luft zum Atmen nimmt. Hier könnt ihr wieder atmen. Ihr könnt aufatmen. Ihr könnt diese Leichtigkeit wieder spüren. Da werdet ihr mitgerissen. Beim Page der Stäbe, ihr habt gar keine Chance. Schaut her. Das ist eine Energie. Komm, lass uns tanzen. Komm, lass uns rausgehen. Lass uns lachen. Lass uns das Leben genießen. Und dieser Mensch wird euch da mitreißen und mit dieser Lebensfreude anstecken. Und dann habt ihr die Kraft, das hier hinter euch zu lassen. Ein neues Kleid anzuziehen, euch nochmal hübsch zu machen, denn das rentiert sich. Folge deiner Passion. Was ist denn so deine Vision, deine Träume, deine Intuition, das, was du möchtest. Da hätte ich auch gerne drei Energien, bitte. Was darf ich zu den drei des Herbstes für Botschaften überbringen? Na, bekomme ich noch zwei Energien, bitte? Nein, darauf nicht mehr. Okay, ja. Was ist denn eure Vision, euer Traum? Was sagt euer Herz denn? Was ist eure Intuition? Sattel die Hühner und fahr los, ne? Das ist eine superschnelle Energie. Der Wagen entscheidet sich ganz schnell, ist aber auch immer noch ein Kampf. Ich sag manchmal so, kennt ihr das noch von früher, Engelchen und Teufelchen auf der Schulter? Das Engelchen hat immer gesagt, oh, mach. Und der Teufel hat gesagt, mach es nicht. Ja, und genauso ist das mit dem Wagen auch. Ist eine sehr schnelle Energie, aber auch noch so ein bisschen innerer Kampf, ja, zwischen Engelchen und Teufelchen. Wir werden sehen, in welche Richtung ihr diesen Wagen lenken wollt, aber es zuckt in euren Füßen. Da kommt eine Energie rein, da möchtet ihr etwas bewegen. Ihr seid hibbelig, ja? Ihr wollt etwas tun. Da folge deiner Passion, deiner Vision. Loslassen! Lass die Vergangenheit los. Ein Abschlussraum für neue Gelegenheiten schaffen. Zeit weiterzugehen.
Was darf ich dazu noch erzählen? Jo. Lernphase gewesen. Hier, loslassen. Das ist eine Lernkarte. Ihr musstet etwas erkennen. Ihr musstet etwas lernen, um loslassen zu können, um Dinge abzuschließen. Hier mit dem Lotus, ganz am Anfang, war ja die Sprache davon, seinen Seelenweg weiterzugehen, eine Meisterschaft abzuschließen. Eine Meisterschaft abschließen bedeutet immer, einen Lernpunkt in unserem Leben abhaken zu können. Und das habt ihr durch diese Situation, beziehungsweise seid ihr gerade dran, diese Situation abzuhaken, für euch etwas daraus zu lernen. Und mit dem Ass der Münzen habt ihr durch diese Lernphase, wenn ihr sie abschließt, wenn ihr über diese Brücke geht, ne, wenn ihr davor stehen bleibt, dann werdet ihr immer wieder diese Situation erleben, bis ihr daraus gelernt habt. Aber wenn ihr diese Lernphase abschließt, wenn ihr euch umdreht und sagt, nein, das ist mir nicht mehr dienlich, ich bleibe auf diesem Balkon nicht mehr stehen und warte, ob er kommt oder nicht. Das hat ja die Mäßigkeit gesagt. Auf dem Sofa sitzen, das Handy anstarren und hoffen, dass eine Nachricht kommt. Wenn ihr das in den Griff kriegt, für euch weitergeht, dann werdet ihr diese Lernphase abschließen und dann könnt ihr mit dem Ass der Münzen in die absolute Fülle kommen. Ass, Chance, Münzen, Fülle. Und Ass der Münzen ist die Fülle in sämtlichen Lebensbereichen. Da ist auch die Liebe drin. Aber solange ihr hier noch stecken bleibt, könnt ihr sie nicht erleben und schon gar nicht annehmen. Egal, wer da vor euch steht. Solange euer Herz noch verschlossen ist, können diese kleinen Wurzeln nicht darin wachsen. Ach der Münzen, jetzt kommt die Belohnung für die harte Arbeit. Denn das hier mit dem Herzschmerz ist harte Arbeit. Das zu erkennen, das loszulassen und weiterzugehen, kostet Kraft und ist Arbeit an uns selbst. Denn diese Hoffnung, die da oft noch dahinter steckt, dieses Festhalten, es war doch so schön, wieso soll es zu Ende sein, wieso soll ich es loslassen, kostet immense Kraft. Aber die wird belohnt werden mit dem Ass der Münzen, mit der Chance auf Fülle und Glück und Liebe. Und das sagt euch ja hier auch der Baum. So. Was haben wir mit den Acht des Frühlings? Ja, die Gestressten unter euch, die viel zu viele Dinge gleichzeitig machen und sich selbst vergessen. Was aber auch gut möglich ist, ist, man stürzt sich in die Arbeit, damit man nicht permanent daran denkt. Ne? Man lenkt sich ab. Man heizt sich so viel auf, dass man keinen Moment Ruhe findet, in dem man zum Nachdenken kommen könnte. Oh, weia. Oh, das sind total viele. Okay, lehnt euch zurück, holt euch Popcorn. So, jetzt muss ich sie alle erstmal umdrehen. Jo. Reife. Das ist einmal die Karte, wie hier auch, wie ich schon gesagt habe, ihr seid in dieser Situation jetzt gereift. Hier noch als kleiner Bub mit dem Welpen, hier schon ein erwachsener Mann und ein erwachsener Hund. Entweder ist das euer Prozess, aber es ist auch die Karte, dass jemand zurückkommt. Hier ist ja auch von der zweiten Chance die Sprache. Könnte also auch sein, dass jemand aus eurer Vergangenheit zurückkommt, der jetzt gereift ist. Ja, ihr träumt davon, ne? Das ist euer Traum. Die Leichtigkeit, die Liebe, das Glück wieder zu finden. Also macht diese Türe auf, beziehungsweise das Fenster. Träumt nicht nur davon. Ihr habt doch den Stab schon in der Hand. Steht doch auf und geht raus ins Leben. Wagt den Sprung in die Liebe. Schaut her. Ich finde es immer sehr schön, wenn diese Karten zusammenfallen. Wo ist sie? Hier.
Hier haben wir den Befreiungsschlag aus dem Herzschmerz raus, durch diesen Menschen, der dich mitreißt, mit seiner Leichtigkeit, mit seinem Frohsinn. Da. Und hier. Seht ihr das? Das ist die Befreiung aus dem alten Muster, aus der Traurigkeit und hier den Mut wieder in die Liebe zu springen. Die neun der Kelche, da hüpft jemand wirklich wieder ins Abenteuer. Hier kommt ja auch die Verliebtheit, ne? Das Flattern im Bauch, die Hummeln im Popo mit dem Wagen sich bewegen wollen. Ja, da ist noch so ein Auf und Ab, ne? In euch. Dieses, ah ja, komm jetzt, ah, ich sattel die Hühner, ich gehe jetzt los. Nee, das Wetter ist blöd. Ich bleibe lieber noch ein bisschen in meiner Situation sitzen und dann wieder so, ah nee, nee, ah komm, ja, ja, ich habe es fast geschafft und dann wieder, wuff. Das ist noch so dieses Hin und Her in euch, ja. Dieses noch nicht wirklich bereit sein, loszulassen. An einem Tag denkt ihr, boah, kratzt mich am Fiedel, ich lasse die ganze Situation hinter mir. Und am nächsten Tag knallt es euch wieder auf den Boden, weil ihr wieder voll hier in dem alten Muster gefangen seid. Aber das werdet ihr loslassen, ja, definitiv. Da sind noch die, das sind die Dämonen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die ihr dahinter euch lassen werdet. Da sind noch diese Träume, ja. Dieses Wachliegen, dieses Gefühl, gefangen zu sein in den Gedanken, vielleicht auch in eurem Umfeld. Aber schaut euch die Schnüre mal an. Das sind Schnüre, keine Eisenketten. Ihr müsst die Arme eigentlich nur auseinanderreißen. Und zack, seid ihr frei. Habt den Kopf frei, seht wieder, was Sache ist und könnt neue Strategien angehen. Ja, da setzt ihr nur, ihr armer Tropf, ne? Habt den Kopf in den Knien, bleibt im Mangel sitzen, da ist der Schlüssel durch die Tür, durch hin zum Liebesglück. Aber ihr sitzt da noch ein bisschen. Es wird im April noch ein bisschen dauern. Ich habe ja am Anfang auch gesagt, Merkur, langsame Energie. Also so schnell werdet ihr im April da nicht aufstehen. Es ist ein Prozess. Aber ihr werdet aufstehen, durch diese Tür gehen und diesem Gefühl euch hingeben. Und dann in den Wagen sitzen und die Pferde anspornen, ganz, ganz schnell dahin zu kommen. Denn ihr habt jemanden entdeckt oder es kommt jemand auf euch zu, der für euch die Königin oder der König der Münzen ist. Es ist ein Mensch, der genau weiß, was er wert ist, was er geschaffen hat, in sich ruht, geerdet ist und absolut zufrieden mit sich und mit seinem Leben. Gut, ihr werdet noch ein bisschen überlegen, habe ich ja auch gesagt mit dem Wagen, ne? Mit den zwei Pferden, eins will nach rechts, eins will nach links. Ihr sitzt noch so ein bisschen da und werdet euch das ganz gut überlegen, ob ihr über diese Brücke geht. Denn ihr habt noch ein bisschen Angst, dass unter einem dieser Kelche wieder eine Schlange ist, die euch beißt. Wir schauen gleich, was die Lenormand-Karten noch dazu sagen. Aber jetzt möchte ich wissen, welche Energie euch denn auf eurem Weg begleitet. Welche Energie, unterstützt euch? Du bist gut genug. Ja. Wenn ihr das Gefühl habt, durch das, weil ihr hier stehen gelassen wurdet auf dieser Terrasse, dass ihr nicht gut genug seid, dann schminkt euch das aber bitte sofort ab. Ihr seid einzigartig und wunderbare Wesen, jeder auf seine ganz spezielle und eigene Art. Ihr seid genau richtig so, wie ihr seid. Und wenn euch jemand nicht liebt, wie ihr seid, dann schickt ihn in die Wüste. Denn wahre Liebe liebt euch so, wie ihr seid, weil ihr so, wie ihr seid, seid. Nämlich genau richtig und wunderschön. Also kommt aus diesem Gedanken bitte raus, dass ihr es nicht wert seid, dass ihr nicht gut genug für jemand seid. Entschuldigt. So, was sagt das Lenormand? Was sind die nächsten Schritte der Wagen? Ist ja gespannt, in welche Richtung wollt ihr denn losbrechen? Da hätte ich gerne vier Energien.
Wohin möchtet ihr mit dem Wagen? Seid ja noch so ein bisschen am Überlegen, ne? Am Hadern mit euch selbst, ob ihr diesen Weg nimmt. Ja, wenn man so einen Herzschmerz hatte, dann ist es natürlich auch nicht leicht, gleich wieder Vertrauen zu fassen. Aber es ist für euch im April definitiv der richtige Weg. Etwas öffentlich machen oder sich öffnen, die Masken fallen lassen. Der Neubeginn und der Hund ist auch so ein Seelenpartner, eine sehr treue Seele. Ja, ihr möchtet euch jemandem öffnen, die Masken, die ihr vielleicht tragt, fallen lassen, das Herz öffnen und der Park heißt auch ein Treffen in der Öffentlichkeit. Also ihr überlegt tatsächlich, ob ihr diesen Wagen beschreitet, reinsitzt, Gas gebt und euch trifft. Ihr seid jetzt bereit, das Alte hinter euch zu lassen. Der Sarg ist immer eine Transformation. Ich lasse Altes hinter mir, schaue nach vorne. Und der Hund ist diese Treue, die euch ein Mensch entgegenbringt. Der Hund ist auch ein Seelenpartner. Man sagt auch immer, der Hund sucht sich den Menschen aus, nicht der Mensch den Hund. Also da kommt ein Wandel in euch, ihr werdet euch öffnen, die Masken fallen lassen, über eure Gefühle sprechen und dieses Alte hier hinter euch lassen und diese Brücke überqueren, auch wenn es noch dauert, auch mit Merkur im Hinterkopf, es geht jetzt halt etwas langsamer. Fragen wir mal die kleinen Herzkärtchen noch dazu, was die euch denn noch dazu erzählen möchten. Allein die Zeit wird es zeigen. Ja, du bist jetzt in der Phase des Überlegens. Das haben wir ja hier mehrfach. Und die Zeit wird dir schon den richtigen Weg zeigen. Manifestation, deine Träume werden in Erfüllung gehen. Der Baum der Wünsche. Deine Träume, deine Intuition folgen. Und dein Hilferuf ist schon angekommen. Dein Gebet wird erhört werden. Manifestation, um etwas bitten, dein Gebet wird erhört werden. Träumt, fühlt, dass euer Traum schon in Erfüllung gegangen ist. Spiegelt das nach oben, damit das Universum euch dieses Gefühl auch zurückspiegeln kann. Nicht dieses Gefühl, verlassen worden zu sein, verletzt worden zu sein, traurig zu sein. Das möchtet ihr nicht mehr. Also gebt es nicht als Emotion nach oben, sondern diese Leichtigkeit, die ihr fühlen möchtet. So, was möchte das Universum? Euch als Botschaft noch zum Abschluss mit auf den Weg geben. Das sind ja die, das Universum sagt dir Karten. Da hätte ich gern eine Botschaft für euch. Was möchte das Universum euch sagen? Nix. Eine kommt. Möchte doch meinen Zuschauern sicher eine Botschaft überbringen. Dankeschön, wusste ich doch. So, was ist es denn? Ich finde einen tieferen Sinn und persönlichen Wachstum inmitten des Unbehagens. Hey, wenn das nicht passt. Ja? Ich finde einen tieferen Sinn und persönliches Wachstum inmitten des Unbehagens. Und den Unbehagen habt ihr mit dem Herzschmerz, mit diesem Kreislauf von Licht und Schatten in der Liebe gehabt. Aber jetzt erkennt ihr, es ist ja der Lernphase-Monat, habe ich ja gesagt, was euer Weg ist, den ihr beschreiten möchtet. So, die kleine Weisheit noch zum Abschluss. Folge deiner Idee. Eine Eingebung ist real. Sie spiegelt dir die einzigartige Begegnung mit deiner schöpferischen Seele, die sich in Form von Geistesblitzen am besten ausdrücken kann. Das rundet diese Botschaft definitiv ab. Ja, ich hoffe, ihr scharrt schon mit den Hufen, seid schon in den Startlöchern, neue Wege zu gehen über diese Brücke. Ihr werdet definitiv in diesem Monat die Energie bekommen, mit dem Lotus
Und da wird etwas Schönes auf euch zukommen, auch wenn ihr gerade vielleicht noch nicht dran glaubt. Vielleicht spürt ihr es schon, vielleicht habt ihr den ersten Blick schon erhaschen dürfen. Auf jeden Fall geht es in eine super schöne Zeit für euch, auch wenn es langsam anläuft im April. Ja, meine Lieben, wenn ihr noch auf diesem Balkon steht, gerne eine persönliche Legung möchte, dürft ihr unten in die Infobox klicken. Da ist meine WhatsApp-Nummer. Schreibt sie mir, schreibt mich an, wir telefonieren, besprechen alles, was ich für euch tun darf, wie ich euch begleiten kann. So, jetzt habe ich den Satz endlich rausgebracht. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen April. Mit ganz viel Kraft diesen Weg zu gehen, ganz viel Licht und Liebe von mir. Ihr kommt da raus, ihr sattelt diesen Ochsenkarren und schaut nach vorne in eine schöne Zukunft mit Herzflattern und den Kopf in den Wolken. Ich freue mich, euch bald hier wieder begrüßen zu dürfen. Es kommen ja dann auch in einer Woche die 7 Tagesbotschaften raus. Es kommen die Tagesbotschaften raus. Wie auch immer. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, drückt das Glöckchen ganz kostenlos, verpasst ihr mich nicht mehr. Ich freue mich, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Ich habe euch alle unglaublich lieb. Ihr seid einzigartige, wundervolle Wesen. Bis dahin, tschüss.